Ja, alle Prognosen sagen es, und jetzt muss ich eine Klammer machen, das ist dann so, dass in der Tat, also wir sind hier ja vor einer Welt von Unsicherheit, aber absolut. Mal davon ausgehend, dass es nicht zum Allerschlimmsten kommt, was die Wirtschaft angeht, das Leid, der Tod, die menschlichen Schicksale sind natürlich einfach eine einzige Katastrophe, aber das will ich nur jetzt, ich will dem Thema nicht ausweichen, haben wir im nächsten Jahr wieder ein Wachstum von 1,3%, im übernächsten von 1,5%, so die Institute. Also das IWF sagt für nächstes Jahr 0,9, die sind ja mal ein bisschen strenger mit uns. Genau, das kann man erklären, weil sie nicht glauben, und das ist der Kern im Moment der wirtschaftspolitischen Debatte, nicht glauben, dass die staatlichen Investitionen so stark kommen werden. Und ich glaube, sie kommen so stark, weil wir in die Bundeswehr investieren, weil wir in klimaneutrale Techniken investieren. Das erklärt diese Differenz dieser internationalen Institute. Aber der entscheidende Punkt ist dahinter, und das muss man sich klar machen, das erklärt auch, warum es gerade so anstrengend ist, Wirtschaftspolitik zu betreiben.